Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Seht mal, Geralt ist eine alte Frau. Nein, wir gehen den blutigen Baron besuchen. Warum? Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein, wie kommst du darauf? Ich hab nichts getan. Dann ist ja gut. Oh, die Türen gehen ja sehr komisch auf. Ja, ich bin schon gespannt, warum er den Beinamen trägt, der blutige Baron. Ist er vielleicht ein sehr kriegstreiberischer Herrscher oder ist er einfach nur ein Arsch? Das werden wir rausfinden. Die Maritiumplatten. Guck mal, die haben einfach mal alles hier in den Hütten liegen. Als wäre das nichts Besonderes, das Zeug. Ich weiß ja gar nicht, ob das immer... Ja, ich weiß, das Wort ist komisch, aber randomized ist. Ob das nicht immer zufällig ist, was da drin liegt, oder? Halt! Oh. Wer ist da? Das sieht man doch. Der Hexer. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Kann ich jetzt rein oder nicht? Solche wie du dürfen hier nicht durch. Na toll. Gut, vielleicht ein andermal. Was habt ihr denn für Probleme? Und so wie du aussiehst, wirst du hier gar nichts besteigen. Bah. Kann ich jetzt rein oder nicht? Solche wie du dürfen hier nicht durch. Ja gut, dann besteche ich sie halt. Wir müssten uns doch irgendwie einigen können. Na gut, rein mit dir. Aber wenn du Ärger machst, schnappen wir dich schneller, als du Nilfgaardische Vendetta sagen kannst. Öffnet das Tor. Feldwebel. Ardal. Der Hexer will den Baron sehen. Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Mhm. Ich will mal ganz kurz mal das schwarze Brett ansehen. Unsere Hündin hat geworfen. Wir haben 5 neue Welpen. Klein und knochig, aber ausreichend für einen Eintopf. Ach du Elend. Ich verkaufe sie für ein paar Kronen je Stück oder tausche sie gegen andere Lebensmittel. Martha. Sag mal. Erstklassige Pilzgründe. Im tiefsten Wald oder im tiefen Wald befindet sich ein Unterholz, wo man stets zahlreiche Pilze sammeln kann. Ich zeige den Weg gegen entsprechende Entlohnung, auf dass die Kleinen nie mehr vor Hunger weinen. Sophie. Auspeitschung. Als Strafe für Nichterbringung feudaler Leistungen werden 100 Peitschenhiebe jeweils an folgende Missetäter ausgeteilt. Georg von Schrein, Sten Brottus, Brottus der Ältere, Mussi Hallin. Möge dies als Erinnerung dienen, dass die fütternde Hand auf widerspenstige Untergebene auch strafend einwirken kann. Was? Unsere Heidelbeer ist gestorben? Meine Tochter Heidelbeer. Eine liebliche Maid und unser Augapfel starb in diesem Jahr, dem 4. ihres kurzen Lebens. Wir begruben sie auf dem Friedhof bei der krummen Birke. Wenn ihr einen Erdklumpen hinlegen oder eine Kerze anzünden möchtet, wer einen Erdklumpen hinlegen oder eine Kerze anzünden möchte, tue es dort. Butkins. Och Mann. Bekanntmachung. Hiermit sei zu wissen und kundgetan, dass jeder, der seine feudalen Abgaben an die Burg nicht leistet, hart bestraft wird. Die Hinterziehung von Lebensmitteln wird mit 50 Peitschenhieben geahndet, die unverzüglich und ohne Gnade an alt oder jung, Mann wie Frau vollstreckt werden. Was für Ärsche. Auftrag Kreischling. Wen es interessiert? Hiermit sei kundgetan, dass der, der den Kreischling erledigt, das Monster, das sich bei Krähenfels eingenistet hat und Mensch und Vieh tötet, eine stattliche Belohnung erhält. Achtung, diese grässlich gefährliche Kreatur erfordert einen ausgebildeten Kämpfer. Nicht nur einen Haufen Bauern mit Mistforken. Chef von Krähenfels. Nee, Chet. Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben, uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Okay, du wartest mal ganz kurz. Guck mal, das sind die Heslon-Drillinge hier. Hey, wo zum Teufel gehst du hin? Ach ja, ich mach das später. Ich will mir den Rüstungsschmied mal ansehen. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Außerdem würde das wahrscheinlich ein bisschen die Stimmung zerstören. Ich weiß das schon. Aber ich bin doch so neugierig. Ich will immer erst mal gucken, bevor ich irgendwas mache. Ich sag euch. In allen Lebenslagen. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du? Du bist sehr gesprächig, ne? Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde.
Ist er da in dem Turm oder wie? Der blutige Baron. In Vysima. Das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen. Sieht ja aus wie ein Kampfmönch, der Gute. Naja, aber so gut ist, das werden wir noch sehen. Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Ach ja, komm. Warum nicht? Ganz nach meinem Geschmack. Nach Voltests Tod und Nathalies Verschwinden. Verdammt, auf welche anständigen Temeria kann man heute noch trinken? Trinken wir auf uns. Warum nicht? Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den blutigen Baron. Geralt von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich sagte doch schon, ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Velen? Ist mir echt egal. Ich bin nicht gekommen, um über die Landschaft zu reden. Da machst du einen Fehler. Du bist ganz offensichtlich gerade erst angekommen. Die örtlichen Sümpfe und Moore sind wirklich sehr interessant. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Nee, der droht mir ja nicht. Ja? Komm endlich zur Sache. Ciri, ihretwegen bist du gekommen, richtig? Sie war also hier. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Naja, wieder mehr über Ciri. Bin schon ein bisschen gespannt. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Oh, ich darf Ciri spielen, also die... Das war knapp. Ich muss hier weg. Ist ja eine hübsche. Guckt euch mal an. Na gut, die Narbe auf ihrer Wange. Die hat sie ein bisschen entstellt, aber gleichzeitig hat sie jetzt auch was von Geralt. Oh, guck mal, sie hat kein Inventar. Sie kann es einfach aufsammeln. Okay, einfach dem Flussbett folgen. Oha. Wow. Man kann sich ja teleportieren, stimmt ja. Wow. Oh Gott, Ciri. Oh, und sie ist so schnell.
kannst wieder runterkommen. Und ihre Augen, er ist super. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Erzähl mir doch, wo du wohnst. In Lindenthal. Da wird man deine Wunden versorgen. Hm, keine schlechte Idee. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Oh, Gretka. Siris Geschichte, der Wolfskönig, so, so. Wölfe! Oh, da sind sie wieder. Schnell, versteck dich! Wow. Ein paar viele, ne? Au. Au. Oh, war Wolf. Autsch. War das schon längst vorbei an euch. Alle erledigt. Ob das überhaupt was massakriert. Bringt? Massakriert. Von einem etwas mit enormen Klauen. Aha, was war das wohl? So, Kindchen, zeig mal, wo musst du hin? Schnell sich das auch wieder auflädt. Ich weiß gar nicht, was Ciri für Fähigkeiten hat. Schau mal! Da ist etwas! Oh. Bleib hier! Geh nicht weiter! Aber... Nichts aber! Bleib hier! Ich muss mir was ansehen. Du Elend, ey! Den hat's zerlegt, du. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Lippen geöffnet, geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Eieiei. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Hm. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Was frisst Knochenmark und Lebern? Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau?
Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Hundspetersilie sammeln. Ist das Hundspetersilie? Ist es das? Nee, Wolfsbarn. Wo könnte das sein? Ist das Hundspetersilie? Nee, Mistelzweige. Und Wolfsleber habe ich schon. Hilfe! Versteck dich, rasch! Wow. Ich kann nichts machen. Ja. Mit diesem Adrenalin da unten oder was auch immer das sein soll. Genau. Tiere! Komm, Wölfchen, komm. Totes Wölfchen. Wolfsleben. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Sorry, Kindchen, ich hab dich unterbrochen. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht. Hat sie auch einen Hexerblick? Nee. Da ist Hundspetersilie. Yay. Dann können wir uns gleich was machen. So, jetzt hab ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Dann verdreschen wir einen Werwolf. Wie sieht's aus? Maziri ist auf jeden Fall viel schneller und wendiger als Geralt. Und der Teleport, der ist auch fast schon ein bisschen übermächtig. Hier waren wir doch schon. Achso, sie sind zurückgegangen wegen dem Feuerchen. Na, Gretka? Hältst aber gut Schritt, ne? Oha. Kommst du? Kindchen? Oh oh, Vorsicht. Ich will dich nicht umrempeln, Kleines. Die ist aber ganz schön mutig, muss man sagen. Hier lang! Durch die Höhle! Sicher? Geh voran! Wie geh voran? Du kannst doch das Kind nicht alleine durch die Höhle da. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Oh, mutiges Kind. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Sie versteckt sich ja nicht gerade, die kleine Gretka. Wow, was wir für Schaden machen. Oh. Ach du Scheiße. Also das Rezept ist richtig gut. Mann, dem hast du es aber gegeben. Sowas habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain,
als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jaren... Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Ja, und das war der blutige Baron wahrscheinlich, könnte ich wetten. Aber interessant, wie Ciri abgeht, das finde ich super. Also, ich habe ja schon eine Vermutung, dass da irgendwann so ein Spin-off kommt mit ihr als neuem Hauptcharakter und Geralt dann ausgedient hat. Aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenn doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Tsch, iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Der ist aber ganz schön nett. Ich finde trotzdem, die Stimme passt leider nicht so ganz zum Baron. Die müsste ein bisschen tiefer und brummiger sein. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Das kleine Mädchen, das mit Ciri herkam. Was ist mit ihr passiert? Gretka? Die ist wohlauf. Sie hilft in der Küche. Ciri hat mir von den Eltern und ihrer Entscheidung erzählt. Ich werde die Kleine nicht nach Hause schicken. Hier hat sie was zu essen und eine eigene warme Ecke. Es fehlt ihr an nichts. Und was ist mit Ciri? Hab ich dir schon gesagt. Darüber reden wir ein andermal. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss erst mal wissen, wie sie aussehen. Tamara. Meine Tochter ist im Frühling 19 geworden. Schlankes Mädchen, reicht mir bis an die Schultern. Schöne Augen, grün wie die ihrer Mutter.
Meine Frau Anna hat 40 Winter gesehen, was sie nie zugeben würde. Dunkles Haar, dick wie Teer. Sie trägt es als Knoten. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Okay, die Stimme passt doch irgendwie, wenn man sich so kurz reingehört hat. Die ist auch ein bisschen tiefer und brummiger, so wie ich es eigentlich gedacht hätte, wenn ich ihn ansehe. Aber mehr Infos. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Na gut. Kann ich dir noch ein bisschen was klauen, so, oder? Oh, da unten leuchtet was. Na komm, ich geh mal dem Baron hinterher. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Dieser perfekte Kater. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay. Zufällig Wodka dabei. Du bist im Dienst. Da will der saufen, oder was? Er hat gesagt, nur wie ich es aufgefunden habe, aber er will bestimmt jetzt nicht, dass ich nichts klaue, oder? Das erwartet man doch von mir. Ein Kästchen. Aha. Ich will das Zimmer von Ciri untersuchen. Aha. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Nur was für ein Bild? Wo ist denn das Zimmer von Ciri? Warte mal. Quests. Wo ist denn das? In Ciris Fußstapfen. Achso, in Velen fehlt noch. Ciris Zimmer. Ja. Das ist ja Ciris Zimmer, wo sie sich aufgehalten hat, oder? Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Aha. Was ist da denn? Ein Schrank? Ein kaputter Kerzenleuchter. Jemand hat ihn gegen die Wand geschlagen und ist in den Schrank durchgebrochen. Es wird interessant. Vielleicht gibt es noch mehr Kampfspuren. Mal nachsehen. Aber Ciri war doch hier. Warum kann ich das immer noch da untersuchen? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal hier weiter um. Bevor ich mir die ganzen Sachen ansehe, will ich erstmal Ciris Zimmer untersuchen. Vielleicht kann ich hier noch ein Stockwerk drunter nachsehen. Mal gucken. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß weiterhin. Ich glaube, jetzt sind wir schon so weit, dass immer zwei Parts kommen, da Dragon Age fertig ist. Ja, ich würde mich wie immer sehr über eure Unterstützung freuen, euer Feedback und wir sehen uns dann hoffentlich wieder zu The Witcher 3 Wild Hunt.